Hey, was geht ab, Leute? Hier ist Aki am Start, aka der Bartmann. Und heute kommen wir zu Teil 2. Welcher Bartstyle passt zu dir? Und am Ende des Videos gebe ich die Gewinner vom Mordecai-Gewinnspiel statt von den Blu-Rays und DVDs. Also, bleibt dran! Fangen wir direkt an mit dem Chin-Puff. Der Chin-Puff gilt als aggressiv und cool. Der Chin-Puff ist dem Soul-Patch sehr ähnlich. Er beginnt unter der Lippe, geht aber bis übers Kinn hinaus. Der Chin-Puff lässt das Gesicht sehr lang erscheinen, deswegen ist er am besten geeignet für Leute mit einem ovalen Gesicht oder einem runden Gesicht. Und er lässt kleine Nasen breiter und länger wirken. Also für mich wäre das wohl nichts, so ein Chin-Puff. Meine Nase noch breiter und länger wirken zu lassen, wäre nicht sehr optimal. Beim Chin-Puff sollten die langen Barthaare immer wieder geschnitten werden, weil wenn der Chin-Puff zu lang ist, wirkt er sehr aufdringlich und aggressiv. Und außerdem lenkt er zu sehr vom Gesicht ab, wenn er zu lang ist. Gepaart mit einem Dreitagebart oder einem Schnurrbart bzw. Mustache wirkt der Chin-Puff aber wirklich sehr cool und lässig. Kommen wir zum Ziegenbart. Man kennt den Ziegenbart auch als Kinnbart oder als Goatee. Und Goatee, also Goat, steht im Englischen für eine Ziege. Ja? Ziegen haben ja immer diesen Ziegenbart, deswegen auch Ziegenbart und auf Englisch dann Goatee. Der Ziegenbart lässt auch wie der Chin-Puff das Gesicht länger wirken, deswegen auch wiederum sehr gut geeignet für ovale und runde Gesichter. Die Wirkung von diesem Ziegenbart ist natürlich markant männlich, aber wenn er nicht wirklich gepflegt wird, kann er auch sehr schnell ungepflegt aussehen. Und deswegen sollte der Ziegenbart nicht zu lang werden, weil, wie gesagt, er dann wirklich ungepflegt aussieht. Aber das variiert bei jedem Gesicht, ist es anders, ja. Also kommt auch an, wie rund euer Gesicht ist, wie oval euer Gesicht ist. So ist dann auch die Ziegenbartlänge dann einzuhalten. Ne? Dann gibt es halt auch immer wieder so Experten, die dann sagen, wie das auf die Frauen wirkt. Ja, zum Beispiel ein Mann mit längerem Ziegenbart und dichteren Barthaaren, ja, soll dann auf die Frauen temperamentvoller wirken. Und wiederum kurzer Ziegenbart soll auf die Frauen verträumt wirken. Ja, sagen halt immer wieder welche Experten. Eine andere Form des Ziegenbartes ist der French Fork. Ja? Da wird der Ziegenbart in der Mitte geteilt und dann hat man hier einen Strang voll Haare und da. Und das ist dann der French Fork. Fork ja für die Gabel, ne? Die französische Gabel. Und ja, auf jeden Fall ist das eine andere Art des Ziegenbartes. Kommen wir zum Fu Manchu. Der Fu Manchu hat noch zwei andere Synonyme, der Mongolenbart oder der Zuhälterbart. Der Fu Manchu hat nicht so ein positives Image. Mit der richtigen Kombination wird aber die Wirkung des Fu Manchus abgemildert, ja, also geschwächt. Zum Beispiel mit einem schönen Kotelettenbart. Der Fu Manchu ist ein Schnurrbart mit Streifen links und rechts des Mundes, ja, und lässt das Gesicht auf jeden Fall viel länger wirken. Und der Fu Manchu passt am besten zu rechteckigen oder ovalen Gesichtern. Die Barthaare beim Fu Manchu sollen auch sehr kurz gehalten werden, sonst habt ihr einen komplett ungepflegten Eindruck damit. Laut Experten kann der Fu Manchu viele Wirkungen erzielen, zum Beispiel von verwegen bis cool, von sanft bis lässig und so weiter und so fort. Kommen wir zum nächsten Bartstyle. Der Rap Industry Standard, der dünne sozusagen. Der Rap Industry Standard ist eine Kombination aus verschiedenen mehreren Bärten, der sehr dünn geschnitten ist. Er zieht von den Wangen rund um den Mund und verbindet Unterlippe mit Kinn. Diese Bartform passt sehr gut zu runden Gesichtern. Ihr merkt, die Bartformen heute sind sehr auf runde und ovale Gesichter ausgelegt. Ne? Der Rap Industry Standard hat wieder mal nach Expertenmeinung auf Frauen eine maskulin-erotische Wirkung, sowie fein und romantisch. Was sagt ihr dazu? Findet ihr den Rap Industry Standard, wie ihr ihn gerade gesehen habt, fein, romantisch, maskulin, erotisch? Ja, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Dann kommen wir direkt mal schon zum nächsten Bartstil, der Henry Quatre. Sexy und männlich. Der Henry Quatre ist auch bekannt als rund um den Mundbart. Der Wangen- und Halsbereich werden immer komplett rasiert, ja? Und das ist dann eine Kombination aus Schnurrbart und Kinnbart. Dieser Bartstil passt vor allem zu großflächigen und quadratischen Gesichtern. Der rund um den Mundbart, der Henry Quatre, soll laut Experten mal wieder
sehr männlich wirken und auch Sexiness ausstrahlen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, was findet ihr? Teilt ihr diese Expertenmeinung auch, ja? Wie diese Bartstile auf Frauen wirken, ja? Dieses romantische, männliche Sexiness und was weiß ich was, ja? Schreibt es mal unten in die Kommentare, es würde mich mal interessieren, ob ihr diese Expertenmeinung auch so teilt. Auf jeden Fall sollte bei diesem Henri Quatre, wenn wir da nochmal zurückkommen, der untere Teil halt hier nicht zu lang getragen werden, sondern immer schön kurz getragen werden, sonst geht das Ganze eher ins Aggressive rüber, nicht mehr in dieses männliche, sexy Bart-Style-Ding, sondern geht dann eher ins Aggressive rein, ja. Auf jeden Fall waren das wieder mal heute 5 Bartstile, die ich euch vorgestellt habe, falls ihr jetzt zum Beispiel nicht wisst, was für ein Bartstil ihr tragen sollt, weil die meisten haben ja nicht wirklich die Veranlagung, einen Vollbart zu tragen. Aber das heißt nicht, dass ihr euch glatt rasieren müsst oder euch gar keinen Bart stehen lassen müsst, weil es gibt wirklich viele, viele coole Bärte, ja, viele Bartstyles, die aber wirklich auch zu Gesichtsformen passen sollten, ja. Falls ich jetzt, ich habe ein längliches Gesicht, ja, länglich-ovales Gesicht, dann so ein Henri Quatre tragen würde, das würde mir einfach nicht stehen, ja. Und manchen Leuten steht es halt wirklich sehr, sehr gut dann wiederum. Weil, wie gesagt, dieser Henri Quatre ist dann halt für großflächige, quadratische Gesichter und absolut dann nicht für meins, ja. Oder dann Bartstil tragen, zum Beispiel nur hier ein Kinnbart oder so ein Chin-Puff, was mein Gesicht dann nochmal mehr in die Länge zieht, ja. Ich brauche zum Beispiel für mein längliches Gesicht dann, wie gesagt, ein Vollbart, damit ich einfach mal so ein bisschen Breite in mein Gesicht bekomme und deswegen ist halt der Vollbart für mich so das Richtige, ja. Kommen wir jetzt mal zur Auslosung der schönen DVDs, die ich hier habe. Moment. Die ich hier habe von Mordecai. Ich habe ja wie gesagt 5 Blu-rays und 5 DVDs und jetzt gebe ich die Gewinner bekannt. Ich habe das Ganze wirklich alles zufällig entschieden. Ja, bin die Kommentarliste hoch und runter blind und bin immer stehen geblieben und habe dann geschaut. War alles zufällig entschieden. Und ja, dann gebe ich mal die Gewinner bekannt. Und die Gewinner melden sich bitte bei mir unter mail@derbartmann.de, blende ich jetzt hier nochmal ein, einfach unter der E-Mail-Adresse und schreiben mir ihre Adresse auf und ja, dann schicke ich einfach die DVD sofort, nachdem ihr mir eure Adresse zukommen lassen habt, dann zu, ja, oder die Blu-ray natürlich, ja. Also, kommen wir zu den Siegern. Yeah! Blu-ray hat gewonnen. Jana Gütschlü. Der zweite, Bastian Müller. Dritte, Fabio Barone. Der vierte, Stefan Tomic. Und die fünfte und letzte Blu-ray geht an Vastors. Ja, also ich kenne ja nicht die richtigen Namen, so wie sie halt auf YouTube steht. Vastors. Und die schreiben jetzt mit in eine E-Mail sofort an mail@derbartmann und schicken eure Adresse. Kommen wir zu den DVDs. DVD hat gewonnen. Einmal Belzebart. Die zweite DVD an Samsung. Dritte, The Real Samu. Vierte, Dennis Grützenbach. Und die fünfte DVD geht an Thomas Sinke. Ja, also, somit haben wir die Gewinner festgelegt und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film, ja. Schaut ihn mit eurer Freundin, eurem Freund, eurer Familie, eurer Mutter, eurem Vater, eurem Freund, also besten Freund, was weiß ich was, mit eurem Hund, mit eurer Katze, mit eurem Hasen. Ja. Also, ich wünsche euch einfach viel Spaß damit. Abonniert meinen Kanal, ja, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich versuche jetzt natürlich jede Woche ein Video hochzuladen. Und ja, ich denke mal, das schaffe ich auf jeden Fall, ja, mit eurer Unterstützung. Also, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben, ja. Und dann bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, die Gewinner, mail@derbartmann.de. Und ja, bis dann. Ich bin raus. Peace, euer Bartmann.